fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Nimm das. Geschenke öffnen ist klasse. Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann mal los! In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. Sieh mal, eine Giraffe! Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Autsch! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Das tut bestimmt weh! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar! Das tut bestimmt weh! Frisch wie eine Frühlingsbrise! SpongeBob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Great Barrier Reef! Jetzt bekommt der Roboter eine Kraftprüfe. SpongeBob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Ich will spielen! Patrick, wir spielen nicht. Wir kämpfen um unser Leben! Ich will spielen! Oh, na gut. Spling! Der alte Wäscheleine-Move! Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick. Verliert seinen Kopf. Hübscher fliegender Kopfding-Move von Patrick. Der Roboter verliert seinen Kopf. Wow.
So ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Hui. Spling! Der alte Wäscheleine-Move. An dieser Stelle ist der Roboter verwundbar. Mal sehen, ob SpongeBob sich darauf stürzt. Oh, was für ein Aufwärtshaken! Autsch! Klasse Aktion von SpongeBob! Das Match ist so gut wie beendet. Am Boden und da bleibt er auch. Was für ein Aufruhr hier im Poseidon. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dins kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Hey, Plankton. Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboterhauptquartier steht. SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau, und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich, und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Lass mich dir beibringen, wie man eine Blase bowlt. Drücke diese Taste, dann bowlst du eine Blase, die Roboter aus sicherer Entfernung umhauen kann. Wow! Vergiss aber nicht, dass das Blasenbowling nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden. Okay. Ein Schwamm, der 5 Unterhosen trägt, ist im Anmarsch. Frisch wie eine Frühlingsbrise.
Wow, Meerjungfraumann und Blaubauschbube, meine Helden! Schießt mich mit einem Wasserball ab, schießt mich ab, schießt mich ab! So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Mir, Jungfrau Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, und wie? Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Absolut, Blaubauschbube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns unten. Ist schon Puddingabend? Neuigkeiten aus Bikini Bottom. Wir erhalten unbestätigte Berichte, dass die Bedrohung durch die Roboter aus dem Abfalleimer kommt. Der Inhaber Plankton lässt folgendes Statement verlauten. Hört mich an! Ich werde euch zerquetschen und zwar unter meinen! Und nun wieder zurück zum regulären Programm. Pudding am Stiel. Genau meine Größe. Jauch! Nennt mich auch Schwamm... Böses! Mir, Jungfrau Mann und Blaubauschbube. Ah! Du solltest dich nicht so an mir, Jungfrau Mann, heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, mehr Jungfrau Mann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich habe Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner... Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Ah, eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Ist es? Ist es? Ja, ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfrau Mann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Auf zum Arzt! Davon!